Gut. Du hast dich also gut mit Alexi verstanden, so wie es aussah. Ja, das ist wirklich ein netter Kerl. Schade, dass er nicht auf Mädchen steht. Jetzt verstehe ich eure Freundschaft allerdings besser. Das war einfach die Dinge ganz sicher, dass man bei ihm keine Chance hat. Habt ihr über mich geredet? Habt ihr über Kendall geredet? Worüber habt ihr geredet? Über dies und das. Es ist so schön, mit ihm zu sprechen, dass ich ihm alle meine Probleme hätte erzählen können. Ja, das stimmt. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der so schnell mit anderen Leuten warm wird. Er war sehr lieb. Er hat gesagt, dass ich noch auf der Suche nach mir selbst bin und dass alles gut werden wird. Das ist voll der Therapeut zu Alexi so. Ja, mein Kind, du bist noch auf der Suche nach dir selbst. Ich bin ein Horoskop. Oh Gott, er wirkt so horoskopmäßig. Das bestärkt mich in meiner Idee mit der Pause. Ich sollte darüber nachdenken, was ich wirklich will. Wahnsinn, du verbringst nur einige Stunden hier und bist ein ganz anderer Mensch. Ein ganz anderer Mensch. Ich weiß ja nicht. Verändert vielleicht schon. Und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Ich war zunächst nicht sicher, aber du hast dich auch etwas verändert. Es liegt am hübschen Lisander, oder? Nein, was willst du damit sagen? Ich habe mich dazu gezwungen, nicht durchscheinen zu lassen. Meine Reaktion vorhin hat sicherlich nicht geholfen. Ach komm schon, ich sehe doch das, was zwischen euch ist. Du scheinst ihn auf jeden Fall zu mögen. Ihn auf jeden Fall lieber zu mögen als Steak, haha. Okay, du hast gewonnen. Da ist nicht was zwischen uns. Du schiebst einen Fimmler, Eddie, ehrlich. Ich wusste es! Das ist der Wahnsinn! Ich habe sie angelächelt. Wenn sie sich so verhält, erinnert sie mich an Rosa. Und ich muss schon sagen, dass es mir gut tut. Rosa fehlt mir heute schon ein bisschen. Wenn du es allerdings für dich behalten könntest, bisher weiß noch niemand davon und ich hätte gern, dass es vorerst so bleibt. Ah, ich bin also die Erste, die davon erfährt? Ich habe es bisher nur Alexi und Rosalia, einer sehr guten Freundin, erzählt. Rosalia? Ich kenne noch gar keine Rosalia. Ja, total schade. Sie ist heute leider nicht da. Na los, wir müssen Patrick suchen. Amber und Carla sind gerade am Tuscheln. Sind das Freundinnen von dir? Haha, nicht wirklich, nein. Lass mich raten, das sind die Zicken der Schule. Davon gibt es immer mindestens zwei oder drei. Ja, ein Teil von denen. Ich wollte mich mit ihnen unterhalten. Wäre bestimmt witzig. Achso, ich sollte. Das wäre bestimmt keine so gute Idee. Wir haben außerdem Wichtigeres zu tun. Hallo? Keine Ahnung, Turnhalle oder so? Garten? Wo steckt denn Patrick? Patrick Store! Relax! Ich verstehe nicht, warum du jedes Mal wegen ihm so ausflippst. Er ist doch jemand Wichtiges. Ich würde mich schuldig fühlen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Wie er sich wünscht. Du machst dir eindeutig zu viele Gedanken, wenn du meine Meinung dazu hören willst. Was ist das denn für ein lustiges Männchen, was sich da mit unserem Sunnyboy unterhält? Das ist Boris, unser Sportlehrer.
Und warum hält er eine Rose in der Hand? Das weiß niemand so genau. Aber es gibt Gerüchte, dass er sie ausschließlich zu Vollmond pflücken geht. Bist du sicher, dass er noch alle Tassen im Schrank hat? Zähl erstmal deine nach. Ich mach nur Spaß, Lady. Hör auf, ich habe immer noch Gänsehaut und zwar nicht im guten Sinne. Warte. Aber das ist so echt so, was dir das sich immer fragen tut. Ja, stimmt. Ah, Pia, du hast nicht zufällig Patrick gesehen? Nein, ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Ich schaute Lady neugierig an. Lady, das ist Pia, eine Klassenkameradin. Pia, das ist Lady. Sie geht auf meine alte Schule. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Hübsche Haare. Ja, und die Haare. Hauptsache, sie hat gerade keine Schere in der Hand. Oh, danke. Dazu bekomme ich häufig Kommentare. Wie lange kennt ihr euch schon? Entschuldige, Pia, aber wir müssen Patrick suchen. Wir haben keine Zeit. Ah, ja, entschuldige. Vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal, Laiti. Ja, bis dann. Dum, dum, da, dum, dum. Ja, ich melodiere gerade den Hochzeitsmarsch. Ja, das hat schon gepasst. Mir ist mit einer Blitzgeschwindigkeit wieder verschwunden. Ich mir vorstelle, wie diesen wirklich so ein Blitz an den vorbeihuscht. So tschu, 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 tschu. Oh Gott, ey. Was war das denn? Eine Horde Probleme. Glaub mir, da möchtest du nicht dich lieber aushalten. Die wirkt ja seltsam. Sie ist es auch. Ich weiß ja nicht, wo sich dein Lehrer versteckt, aber ich muss mal auf die Toilette. Meine Blase explodiert sonst. Aha, danke für die Details. Ich habe ihr die Richtung zur Toilette gewiesen und beschloss, auf sie zu warten. Dann hörte ich plötzlich Schritte hinter mir. Oh oh. Oh Gott, ey. Wie macht er das nur? Du schon wieder. Irgendwie ist er immer entweder unauffindbar oder er ist mit dir zusammen. Nina, lass gut sein. Lissander wird mit dir sprechen, sobald er sich dazu bereit fühlt. Ich kenne ihn besser als du. Wenn ich ihn allein lasse, wird er sich nur in seine Trauer fallen lassen und sich niemals besser fühlen. Es ist nicht deine Schuld, die er... es ist nicht deine Hilfe, die er braucht. Was er im Moment am meisten nötig hat, ist, in Ruhe gelassen zu werden. Gut, mach doch, was du willst. Okay. Ich brauche deine Erlaubnis dazu nicht. Ich bin jetzt groß. Los, lass mich vorbei. Ich habe sie genau davon gehen sehen. Wann versteht sie das denn endlich? Da bin ich wieder. Alles okay? Du bist so komisch. Ach, wir haben einfach Patrick noch nicht gefunden. Die anderen werden bestimmt langsam ungeduldig. Dann sollten wir lieber weitersuchen. Die Tür zum Lehrerzimmer steht offen. Guck, ist das nicht Cedric darin? Patrick. Habe ich doch gesagt, oder? Ich bin begeistert, dass sie zusagen. Wieder Morris braucht moderne Denker wie sie, damit wir uns in die richtige Richtung entwickeln können. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Weile im Ausland zu arbeiten. Und ihr Angebot kommt genau zum richtigen Augenblick. Sie bleiben also anders wie der Morris, Patrick? Entschuldigung. Ach ja. Ich konnte nicht anders, als ihre Unterhaltung mit Arten zu hören. Ich wollte sie eigentlich für die Verkündung der Gewinner holen. Oh ja, die Verkündung. Gehen Sie schon mal, Herr Seven. Ich komme gleich nach. Oh, fuck my life. Gut. Danke, dass Sie gekommen seid, um mich abzuholen. Freut mich, dass Sie hier bleiben. Warum wollen Sie bloß hier bleiben, wenn Sie auch in Australien arbeiten können? Werden Sie unser Kunstlehrer?
Australien ist für euch bestimmt ein exotisches Land, das ihr euch vorstellt. Das exotischste Land, das ihr euch vorstellen könnt. Aber jetzt ist es wieder Moos für mich, versteht ihr? Das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber okay, warum nicht? Ah, da sind sie ja. Herr Seven, alle haben nach ihnen gesucht. Ich habe ihn gerade voll weiblich gesprochen, ne? Egal. Ich komme. Ich habe selten unseren Schulhof. Guck mal, Karl! Guck mal, Karl! Stalking like a pretty girl. Ich habe selten unseren Schulhof so überfüllt gesehen. Alter, ich meine, guck dir mal erstens. Guck dir erstens mal an. Das bin ich da nicht gequetscht. Was hat die für ein Riesen? Wie groß ist die im Vergleich zu den anderen? Ich finde nirgends meinen Vater. Oh, Scheiße. Ich kann nicht mehr vor. Oder den Sander. Puh, ich lache Tränchen. Luft! Mann, hier war's los. Man könnte denken, wir wären bei den Oscars. Ja, übertreibt man nicht. Aber ich wäre schon stolz, wenn Patrick unsere Arbeit besonders würdigen würde. Vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich beglückwünsche bereits diejenigen Schüler, die an unserem Tag der Kunst mitgewirkt haben. Ihr wart alle sehr kreativ und einige von euch sogar besonders wagemutig, indem sie das Risiko eingegangen sind, nicht allen mit ihrem Kunstwerk zu gefallen. Es war alles andere als einfach, zu einer Entscheidung zu gelangen, aber letztendlich hat ein Kunstwerk besonders hervorgestochen. Ich habe die Daumen gedrückt. Und es ist das Werk der Bildhauerei, des Bildhauerei-Workshops zum Thema Faulheit, erstellt von Ludo, Kim, Nysander und Alexi. Glaubst du nicht, wir haben gewonnen. Super, ja, das muss ich nicht lesen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Alexi sah mich aus der Menge heraus an. Hat mir die Daumen mir hochgezeigt, Alexi. Alexi! Ja. Das versteht man wieder immer noch keiner. Seine Eltern sind scheinbar sehr stolz und Armin so im Hintergrund so. Ja! Und es scheint so wirklich so bald so traurig, so läuft so ein Tränchen die Wange runter und er malt so Kreise im Boden. Ich hab durch die Menge gesehen, um meinen Vater zu finden. Dieses Werk wird also in der Schulbibliothek aufbewahrt, wo ihr es. Da vorne mit meinem Vater zu. Ich bin einige Schritte auf ihn zugegangen. In dem Moment habe ich vernommen, wie sich hinter mir gestritten wurde. Es sind Lisander und Nina, die etwas abseits stehen. Du bist zu weit gegangen. Es handelt sich schließlich um meinen Vater. Aber ich wollte doch nur... Du bist mir heimlich bis ins Krankenhaus gefolgt. Du bist doch komplett verrückt. Im Krankenhaus? Das ist also, Lissanders Vater muss sich verletzt haben oder schwer krank sein. Ich will dich nicht mehr sehen. Sorry, ich kann nicht so wütend sprechen. Ich hab nicht die männliche Tonlage dazu. Bitte sag doch so etwas nicht. Ich wollte doch nur herausfinden, ob es etwas gibt, womit ich dir helfen kann. Ich möchte diese Unterhaltung nun beenden. Also, ich möchte diese Unterhaltung nur beenden, auflegen. Lisander! Sie schluchzt. In so einem Moment wirkt sie wirklich wie ein kleines Mädchen. Trotz ihrer Gefühle Lisander gegenüber kann ich nicht anders, als sie zu bemitleiden. Ich glaube, ich sollte sie besser mich nicht einmischen. Ich sollte mich besser nicht einmischen, aber dieser Streit ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe weder Lisander noch jemals in so einem Zustand gesehen. Ich sollte dazwischen gehen, ich sollte bis zurück zu meinem Vater gehen. Ich bin unsicher auf sie zugegangen. Nina hielt Lisander fest am Arm und Tränen liefen mir übers Gesicht.
Lass mich los. Er hat sich unmittelbar von ihrem Griff befreit. Nina ist bestürzt einige Schritte zurückgetreten. Dann drehte sie sich plötzlich um und rannte Richtung Schultor. Von einem Augenblick zum anderen wechselte Lysandras Gesichtsausdruck von rasender Wut nagend zu nagend Gewissensbissen. Er machte sich auf, ihr zu folgen. Meine Güte. Lulu? Ich komme sofort zurück, Papa. Ohne weiter darüber nachzugrübeln, folgte ich Lysander auf dem Fuße. In Windeseile verließ ich das Schulgelände. Nina rannte in Richtung Park davon. Verblüfft beobachtete Frau Delaney die ganze Szene. Was soll sie bloß außerhalb der Schule tun können? Lysander folgte mit schnellen Schritten, um Nina einzuholen. Plötzlich hörte ich Motorengeräusche und mein Blut gefror mir in den Adern. Lysander sieht das Auto nicht, das von links kommt. Lysander! Ich habe aus Leibeskräften geschrien, aber es war schon zu spät. Das Auto war noch mit quietschenden Reifen gebremst, doch es war bereits zu nah dran. Nur Augenblicke später lag Lysander völlig regungslos am Boden. Ich bin völlig paralysiert von dem Horror, das sich mir bietete. Das darf doch nicht wahr sein. Wie in einem Albtraum sah ich, wie Frau Delaney mit zitternden Händen ihr Handy ans Ohr nahm und den Notruf wählte. In dem Moment mein Hund. Mir wird ganz schwindelig davon, Lysander so am Boden liegen zu sehen. Ich fand das aber, muss ich jetzt mal so sagen, liegt das auch einfach so noch schwindelig. Das weiß ich. Ja, er liegt einfach nicht realistisch da. Was? Er liegt einfach nicht realistisch. Nee, der liegt einfach so da, als hätte er sich da mal kurz hingelegt. Das ist so schnell, hier Blut, nee, ich meinte, ich fand das am traurigsten, aber mit Kastil. Passanten versammelten sich am Straßenrand. Die Sirenen des Krankenwagens waren schon von Weitem zu hören. Lysander. Wieso du bist? Ja. Ah, toll, ey, toll. Na, Felicitas. Felicitas. Okay, das war Episode 30. Und ich hoffe, es hat euch die Episode gefallen. Also, Lysander. Okay, ja, wir können jetzt eigentlich nicht mehr so mega voll rollen, weil es schon voll old. Jetzt, old but good. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss. Tschüss.